Und Gas geben müssen Thomas und Benny, denn hier kommt die Konkurrenz. Und die ist auch heute knallhart. Ja, das ist jetzt schon sehr bayerisch, so ein bisschen so urbayerisch, so ein bisschen so wie so früher bei den alten Brauereien wirtschaften. Aber trotzdem aber sehr schön. Hell, gell? Und moderne Lampen. Ja. Hätte er da ein bisschen seinen Touch mit reinbringen können, hätte ich mir ein bisschen dagegen, gewünscht. Gell? Genau, ja. Aber das ist rein ein bayerisches Lokal. Passt ja. Irgendwie nicht ganz zu ihm. Du kannst immer deinen Senf dazugeben, ne, was die Einrichtung und so weiter angeht. Auf der anderen Seite ist er ja kein gebürtiger Bayer. Servus und habe die Ehre. Yes, hallo. Yes, hallo. Ja, dann wünsche ich euch mal einen guten Appetit und viel Spaß hier im Gasthof zur Post. Dankeschön. Dankeschön. Ja. So, ich habe die Karten für euch. Alle wissen, das Beste kommt immer zum Schluss. Thomas ist in Siegerlaune. Also, los geht's. Auch bei Thomas testen die Gastronomen drei Gänge. So, das ist der Stefan. Hallo, das ist Stefan. Servus, ich bin der Stefan. Steffen. Unser. Mich auch. Ja. Und unser Koch, der Benny, der ist leider krank. Und dann haben wir Stefan aus dem Urlaub zurückgeholt. Ja, extra aus dem Urlaub. Ja, gut, passiert. Ne, kann passieren. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Wenn du nur einen Koch hast und einer wird krank, was machst du dann? Wir machen heute ein Rostbeef als Vorspeise mit einer Sauce Remoulade. Und zwar das Rostbeef tue ich immer erstmal marinieren mit einer Gewürzmischung, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Und Salz und Pfeffer. Okay. Was hast du da jetzt alles drin? Kräuter de Provence, italienische Kräuter, Salz, Pfeffer, auch wieder wenig Salz, ein bisschen Paprika geschrotet. Und Petersilie, Oregano, Thymian frischen, Kreuzkümmel auch ein bisschen. Okay, aber das richtest du dir selbst an? Das richte ich mir selbst her, komplett. So, und dann grillen wir es an. Ich kenne es nicht, aber das sind alles Gewürze und Kräuter, was man sehr gut mit Rind kombinieren kann. Zuerst brät Stefan das Fleisch an. Dann wandert das gute Stück auf einem Bett aus Thymian und Rosmarin in den Ofen. Wie lange schiebst du das jetzt? Das dauert locker circa 1,5 Stunden, aber ich habe schon mal eins vorbereitet. Okay, also handwerklich anspruchsvoll ist das Gericht nicht, aber man hat natürlich genügend Fehlerquellen. Also ist das Fleisch zu lang im Ofen, ist es übergart, wird es halt sofort trocken. Und das schmeckt man dann auch. Ja gut, aber mit dem Kerntemperaturfühler dürfte das ja echt kein Problem sein. Ne? Wichtig ist, dass du weißt, wie viel die Temperatur haben muss, also ne, Kerntemperatur. Und dann ist es ja, geht es ja von alleine. So, das muss jetzt eigentlich nur noch geschnitten werden und anrichten. Und dazu haben wir noch eine Sauce Remoulade. Die du jetzt dann gleich auch noch herrichten. Da habe ich jetzt hier vorbereitet Mayonnaise mit Joghurt und Creme fraiche, schon ein bisschen gemischt. Die nehmt ihr aber aus dem Glas, die macht ihr nicht selbst? Nein, die machen wir nicht selbst. Okay. Die machen wir nicht selbst. Es gibt ja mittlerweile ein paar gute Convenience-Produkte, man muss heutzutage nicht mehr alles selbst machen. Das stimmt. Also ich bin auch immer ein Freund von Mayonnaise selber machen. Mein Anspruch ist es nicht, die Mayonnaise zu kaufen. Ne? Deswegen muss es jeder selber für sich selber entscheiden und auch herausfinden. Die Mayo verfeinert Stefan mit Zitrone, Zwiebeln, Essiggurken, Senf, Wustersoße und Petersilie. So, und fertig ist die Sauce Remoulade. Die tun wir jetzt dann natürlich noch mal abschmecken, ob noch Salz und Pfeffer fehlt. Aber ansonsten ist sie fertig. Also gekochte Eier tue ich da meistens rein in die Remoulade. Ja. Aber hier lässt er sie raus. Ich weiß jetzt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Dann freue ich mich gleich auf das fertige Gericht. Und ich bin mir sicher, das schmeckt richtig gut. Vielen herzlichen Dank. Danke. Wir sehen uns dann gleich. Bis später. Bis später. Auf geht's. Die kulinarische Reise durch Bayern beginnt mit einer Leberknödelsuppe für 5,60 Euro für Otto. Riesenportion, also bin ich wirklich überrascht. Das ist jetzt zwei Drittel habe ich schon weggeknallt. Zwei Drittel schon weg? Ja, aber der schmeckt da nach Leber. Man sieht da noch hier die Brotteile. Das heißt, der ist nicht so richtig fest gedreht, nicht zu fest. Hätte vielleicht noch einen Ticken weicher sein können, aber das lassen wir durchgehen. Gewürzt sind die eigentlich auch ganz gut. Das heißt, man schmeckt die Zitrone und den Majoran. Das braucht die Leber unbedingt. Also das passt auch. Die Suppe selber finde ich gut. Also das ist wirklich eine kräftige Rinderbrühe. Da schmeckt man schon, dass die wirklich mit frischen Rinderknochen angesetzt wurde auch und mit frischen Gemüse. Da ist wirklich Kraft drin. Also die 5
Euro 60 finde ich persönlich wirklich zu preiswert. Ich fand es unfair gegen der Suppe von Maggie, weil die kostet auch 5,60 Euro und der Pfannkuchen ist halt in der Herstellung einfach mal billiger wie der Riesenleberknödel. Es ist wichtig, dass du halt dann die Einheimischen für dich gewinnst und wahrscheinlich geht der Thomas so vor, sagt, okay, bevor ich hier gar keine Gäste habe, mache ich die Preise ein bisschen günstiger und bevor ich da, keine Ahnung, nur drauf zahle. Steffen, wie beurteilst du Qualität und Preis beim Roast Beef an Remoulade mit gebackenem Gemüse für 12,50 Euro? Also man sieht hier wirklich sehr schön, das Roast Beef ist in der Mitte noch rosa, ist vom Geschmack her wirklich, wirklich gut. Dann die Remouladensoße, sieht man vielleicht schon so ein bisschen an der Farbe, ist sehr senflastig. Also da würde ich echt ein bisschen zurückhaltender arbeiten. Zusammen mit dem Fleisch schmeckst du natürlich, wenn du es zusammen mit der Remoulade isst, von dem feinen Fleischgeschmack weniger bis gar nichts. Einfach weil die Remoulade mit dem Senf so dominant ist. Alles, was einen starken Eingeschmack hat, vorsichtig damit dosieren. Ob das jetzt Senf ist, ob das jetzt Chili ist und so weiter. Das gebackene Gemüse habe ich hier einmal, die Aubergine. Hier habe ich einmal ein Champignon. Ist beides wirklich schön rausgebacken. Von der Portionsgröße her für 12,90 Euro würde ich, glaube ich, ein bisschen weniger machen, weil es einfach auch zu viel ist für eine Vorspeise. Ja, irgendwie hast du das Gefühl, dass hier Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so ganz so stimmt. Also kleiner Preis und Leistung viel mehr. Das muss mal der Thomas sich mal anhören und das Ganze mal gucken, ob das auch von der Kalkulation her überhaupt, ob er da klarkommt. Maggie hat sich als Entree eine Pfannkuchensuppe für 5,60 Euro bestellt. Also eine richtig schöne Rinderkraftbrühe. Vielleicht ein Touch zu würzig jetzt für meine persönlichen Geschmäcker. Also ich habe jetzt noch Durst, ich könnte jetzt noch trinken. Weil die so unfassbar würzig war, die Suppe. Vielleicht haben die da, keine Ahnung, was sie da reingegeben haben. Ob das jetzt Salz war oder auch was anderes, dann schmeckt das ein bisschen intensiver danach und dann kriegst du auch später immer mehr Durst. Pfannkuchen sind schöne Kräuter drin, Schnittlauch, das schmeckt richtig, richtig gut. Sehr, sehr dünn geschnitten, aber zu viel einfach. Einfach zu viel Pfannkuchen und zu wenig Suppe, für meines Erachtens. Und jetzt steht sie natürlich schon ein bisschen, jetzt hat sich das alles so eingesogen. Zu viel Einlage und zu wenig Brühe geht nicht, umgekehrt geht genauso nicht. Ja? Das Verhältnis sollte schon so sein, 3:1, 3 Teile Brühe und 1 oder 1,5 Teile die Einlage. Fehlt noch Hakans Vorspeise. Er probiert einen Salat mit Ziegenkäse. Der Preis 11,90 Euro. Dressing passt natürlich, harmoniert mit alles drumherum. Da ist Rucola drin, ist leicht pfeffrig natürlich. Ja, mein Ziegenkäse hieß ja mit Imkerhonig angemacht und konnte ich jetzt nicht viel rausschmecken, weil Ziegenkäse ist ja auch doch so dominant. Alles war halt hier so auf einem Brot gratiniert. Vergleichsweise zu deinem Salat für 12,50 Euro, zu meinem für 11,90 Euro, glaube ich, da ist die Kalkulation komplett schiefgelaufen. Ist eine Mischkalkulation, Hakan. Der Steffen hatte Fleisch. Fleisch eigentlich ist immer teurer als Ziegenkäse, meiner Meinung nach. Und da kann der Thomas ruhig, das sage ich jetzt mal, für die Vorspeise um Steffen ruhig 2 Euro mehr nehmen. Ja, wie ich richtig gelesen habe, dass mein Salat auch Walnüsse beinhalten müsste, sehe ich jetzt nicht, habe ich auch nicht gegessen. Ja, mit den Walnüssen wäre es super gewesen, die Kombination, aber da bin ich jetzt mal ruhig und lasse mich jetzt überraschen, was er dazu sagen hat. Zeit für ein Stimmungsbild am Tisch. Liebe Kollegen, habt ihr eine Tendenz für mich? Von mir bekommst du eine solide 8. Danke, Steffen. Meine Tendenz an 8 Punkte. Danke, Otto. Bevor ich meine Tendenz abgebe, lieber Thomas, wollte ich mal fragen, in der Karte stand Walnüsse. Die habe ich jetzt nicht entdecken können. Sollte nicht passieren. Ja, kann aber passieren im Eifer des Gefechts. Und deshalb meine Tendenz 7 Punkte. Danke, Hakan. Gerne, Thomas. Okay, also sie war schon gut, aber mir persönlich leider Gottes sauber zu würzig. Einfach sauber zu salzig und
zu wenig Suppe und zu viel Pfannkuchen. Und deswegen ist meine Tendenz heute bei 6 Punkten. Aber du kochst sie schon noch rauf, da bin ich mir ganz sicher. Danke, Maggie. Sehr gerne. Gas geben. Vielen Dank euch. Ich glaube, dass Maggie vielleicht doch ein bisschen das Haar in der Suppe sucht. Ich nehme es hin, aber eine 6 in der Tendenz aufzuholen, ist schwierig. Ja, Thomas, da musst du jetzt sportlich sein und durchziehen. Und wenn sie gesagt hat, es ist 6, dann muss man das akzeptieren und respektieren und versuchen, jetzt beim Hauptgang Gas zu geben. Neuer Gang, neues Glück. Ran an die fleischig-deftigen Hauptspeisen. Wir machen Cordon Bleu heute mit Emmentaler Käse und gekochten Schinken. Mhm. Ah ja, ist mein Gericht. Habe ich mir ausgesucht. Da wirst du später begeistert sein. Du parierst ja das Fleisch hier gerade. Ja. Was haben wir da für ein Fleisch? Wir haben Schweinekarree oder Schweinelachs. Schweinelachs. Stammt von welchem Stück? Ja, vom Rücken. Weil da hinten dran hängt ja gleich die Lende und so weiter am Rücken. Okay. Schaut gut aus. Ja. Super Qualität. Ist es auch. Ist alles vom Metzger hier vor Ort. So. Da schneidest du jetzt 2 Stücke runter? 2 Stücke runter, am Boden und am Deckel sozusagen. Also für ein Grundverständnis ist, dass die Zuschauer das auch verstehen, du machst 2 Stücke und ein dickeres Stück als ein Schmetterlingsschnitt, klappt man auf, sondern du machst 2 genau, Stücke und ich mach 2 legst Stücke. Sie aufeinander. Genau. Was würde auch funktionieren mit einem Schmetterlingsschnitt, ne? Ja, aber dann kriegst du es nicht ganz so groß gefächert beim Schmetterlingsschnitt, weil da hast du immer die Mulde in der Mitte. Mulde, okay. Du kannst beide Varianten nehmen. Du kannst entweder den Schmetterlingsschnitt machen oder du kannst auch dann einfach 2 dünne Schnitzel machen und dann übereinander. Oder du machst einen großen und dann klappst du das um. Also kannst machen, wie du möchtest. Gut, jetzt bestücken wir das Fleisch. Jetzt bestücken wir das Fleisch. 3 Scheiben Schinken, 3 Scheiben Käse. Und dann klappen wir das so ein. Siehst du schon, da ist noch genügend Platz. Schöne Tasche. Findest du nicht, dass es ein bisschen zu viel wird vom Portion her, vom Gewicht? Weil da haben wir ja noch Beine. Wir sind hier am Land. Am Land muss wir es sind groß hier am Land, sein. Am Land wollen sie immer große Portionen haben. Ah, okay. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Ne? Auf dem Land große Portionen. Ein kleiner Preis. Das Cordon Bleu soll in Frankreich erfunden worden sein und ist heute weltweit bekannt. Wow. Wie viel wiegt das jetzt? Das sind im Durchschnitt ca. 230 bis 250 Gramm. Mit Käse, Panade. Mit allem drum und dran. Wow, das kaufe ich dir jetzt nicht ab. Aber also mir schaut es schon aus wie 500 Gramm aus, aber okay. Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, es ist eher mehr. 500 weiß ich nicht, aber so zwischen 360 und 450 glaube ich schon. Das wollen wir genau wissen. Boah. Extra nur für dich. Bist extra ja für mich. Großer Mensch und so weiter. Groß gewachsen. Passion und wir haben ja hier 556 Gramm. Also so schlecht lag ich ja nicht mit meiner Meinung. Aber sehr nett, dass du ja, extra für den Wettbewerb. Extra für den Wettbewerb. Nur sehr für dich. Schön. Damit du satt wirst und zufrieden vielen bist. Vielen Dank, ja. Ja, es könnte eigentlich nur eins passieren, dass das Fleisch dann zu zäh wird. Durch die Größe, durch Gewicht, durch das Fett. Nein, jetzt müssen wir wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Er hat es auch für den Hacker nicht so groß gemacht. Er hat einfach nach Gefühl gemacht, den Cordon Bleu, und hat dann am Ende gesehen, dass es zu viel ist. Das geht ja gar nicht. Wenn du 556 Gramm ein Stück Cordon Bleu machst, das kann doch wirtschaftlich gar nicht funktionieren. Ja, das kann ja mal passieren, aber das darf jetzt nicht immer passieren. Zum XXL Cordon Bleu gibt's Bratkartoffeln à la Stefan. Und schöne Kartoffeln, die hast du jetzt schon vorgekocht? Die habe ich jetzt schon vorgekocht und schon mal geschnitten und so weiter. Was kommt da jetzt ja noch ran? Salz, an deine Kartoffeln? Salz, Pfeffer, Paprikapulver und ein bisschen Kümmel. Mhm. So, jetzt machen wir dann das Cordon Bleu. Das Öl müsste auch langsam heiß sein. Gut. Dann legen wir das Cordon Bleu ein und immer weg vom Körper. Okay. Damit man sich nicht verletzen tut. Mhm. Ich hau jetzt einen Thymian rein und in 5 Minuten hast du dann da Essen. Gut. Ich mache mich dann vom Acker. Alles klar. Dann bis gleich, mein Lieber. Ja, das ist ja mega. Ein Mörder-Cordon Bleu. Und dann gibt's noch, was gibt's da, Bratkartoffeln dazu? Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was der Hakan sagt. Aber los geht's mit Steffens Hauptgericht. Er hat sich die Rindsroulade mit Blaukraut und Semmelknödel bestellt. Der Ali hat uns einen Tipp gegeben, wie er die Rindsroulade gegessen hat. Und er meinte, dass der Knödel ein bisschen fluffiger werden könnte, wenn man ein bisschen Eiweiß runterzieht, gell? Haben wir gemacht, steif geschlagenes Eiweiß und sind fluffiger, deswegen sind wirklich fluffiger. Ja, das kann ja nur gut werden, mein Lieber. Gespannt.
Meine Rindsroulade, die war geschmacklich wirklich super. Allerdings, man sieht sie noch ganz gut, die war vom Gargrad her relativ weich. Also man braucht im Prinzip kein Messer, man kann es wirklich so mit der Gabel auseinanderrupfen. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil es einfach dann wirklich ein schönes, weiches, zartes Fleisch ist. Das ist letzten Endes nur eine optische Sache. Dann haben wir hier das Blaukraut gehabt. Das Blaukraut war von bisher sehr gut, hat auch wirklich gut geschmeckt. Das Einzige, wo ich hier sagen muss, dass es gewöhnungsbedürftig war, es war Sauerrahm drüber. Der Sauerrahm war, glaube ich, eher gedacht so ein bisschen als frische und so ein bisschen als Dip für die Roulade, war vielleicht in der Hektik falsch platziert. Also ich verstehe auch nicht, warum da jetzt Sauerrahm plötzlich drauf ist. Als ich die Rouladen gegessen habe, habe ich gar keinen Sauerrahm gesehen. Das braucht das auch nicht, also überflüssig. Dann hatte ich noch einen Semmelknödel als Sättigungsbeilage dabei. Der war echt schön fluffig. Man sieht sie auch noch ganz schön. Also es sind Semmeln eingearbeitet, die eingeweicht sind. Die Würzung ist top, kann man nicht meckern. Der Tipp kam also gut an. Sehr gut, Jungs. Otto probiert einen Zwiebelrostbraten mit Drillingen und Röstzwiebeln. Das Fleisch, wirklich eine gute Qualität, lässt sich gut schneiden, schmeckt sehr gut. Der Gargrad wurde ein bisschen übersehen. Ich habe es mit Medium bestellt. Da ist es ein bisschen zu lang auf der Platte gelegen. Es hat ein bisschen nachgezogen. Ist eigentlich schade für so ein wunderschönes Stück Fleisch. Ist schade, aber kann immer passieren. Ist halt schade für so ein teures Gericht, wenn es dann nicht zu 100% passt. Klar, Gargrad muss passen. Ne? Wenn du Medium bestellst, muss auch Medium liefern. Die Röstzwiebel eindeutig hausgemacht, da schmeckt man gleich raus, schmecken gut. Die Soße, sehr kräftige Soße, ein bisschen zu viel Röststoffe drin, das dann ein bisschen einen bitteren Geschmack hat. Da habe ich noch ein bisschen was abhaar bekommen. Die ist auch dann ein bisschen zu dick abgebunden. Insgesamt hat das Gericht 29,90 gekostet. Wenn jetzt da vielleicht noch so ein kleiner Beilagensalat dabei gewesen wäre oder vielleicht so Speckböhnchen oder so ein bisschen Gemüse, ja, dann hätte das, dann hätte es vielleicht schon wieder ein bisschen anders ausgeschaut. Aber so was man dann, Preis-Leistung fand ich dann nicht ganz so okay. Und da würde ich auch wirklich den Thomas so empfehlen, nicht für 29,90 Euro das Gericht zu verkaufen, dann verkauft für 26,90 Euro und die 3 Euro bau die woanders ein. Zeit für einen Zwischenstand. So, Lilly, wie schaut's denn so bei euch? Die Frage geht an Hakan und das Cordon Bleu mit Käse, Schinken und Bratkartoffeln. War ziemlich überladen, leider Gottes, auch von der Portion her ziemlich groß. Also zu viel Käse und Schinken mit drinnen. Und als ich das Fleisch dann aufgeschnitten habe, da kam mir dann schon sehr viel Wasser entgegen. Ist klar, Käse gibt Wasser ab, Fleisch gibt Wasser ab. Dann die Kombination mit Käse, Panade und Wasser und auch noch Öl für meine Bratkartoffeln war nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht mal ein Tipp an dich oder an euch, dass man da vielleicht die Portionen ein bisschen runterfährt. Das kann keiner schaffen. Wir hatten es ein bisschen größer gemacht, auch weil es da eine gewisse Technik gibt, die der Stefan auch immer vorführen wollte. Mhm. Wir sind ja einmal aus der Mitte geschnitten, einmal vom Ende geschnitten. Und das war ja eigentlich im Prinzip vom Stefan lieb gemeint. Ich will es nicht schlecht reden, war sehr gut. Aber ein bisschen Raffinesse, ein bisschen Liebe zum Detail würde das alles natürlich gut dastehen lassen. Es ist eine Riesenportion. Es ist einfach, es ist zu viel. Also ich würde so ein Gericht in einem Restaurant zurückschicken, weil ich sagen würde, also es ist ja nicht normal. Wie bewertet Maggie Stefans hausgemachten Schweinebraten mit Knödel, Sauerkraut und Biersoße? Also es war wirklich die Portion. Das Größe ist Wahnsinn, Wahnsinn. Kriegt sofort von mir 10 Punkte. Also wer das schaffen kann zu essen, Respekt. Der Schweinebraten, das erste Stück war unfassbar weich. Das zweite Stück leider Gottes nicht, ist ein bisschen hart geworden. Das war es vom anderen Ende abgeschnitten, nehme ich mal an. Das eine war von der Mitte und das andere vom Endstück. Und sowas passiert dann, wobei natürlich beide jetzt sehr, sehr groß waren. Ich gehe mal davon aus, dass sie das eher so gemacht haben, dass sie mit zwei unterschiedliche Teile in den Ofen geschoben haben und von jedem Stück sozusagen eine Tranche ihr serviert haben.
Das Sauerkraut auch gut, natürlich ein bisschen zu viel und zu dunkel. Und die Soße ist keine Soße, das ist eine Pampe. Pampe ist schon eine Ohrfeige, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, doch. Und Maggie verteilt noch mehr Watschen. Der ist auch, leider Gottes, alles überwürzt. Es ist alles überwürzt. Es zieht sich die ganze Linie. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich davon so ungefähr 200 Portionen in dieser Größe und in dieser Qualität am Wochenende verkaufe. Schön. Und normalerweise nur positive Resonanz habe. Wenn es jetzt dir persönlich nicht geschmeckt hat, dann tut mir das sehr leid. Aber daran es war nicht, dass es mir nicht geschmeckt hat, das stimmt ja nicht. Es war einfach zu viel und zu üppig. Es stimmt nicht, dass es mir jetzt nicht geschmeckt hat. Ich sag nur, wir werden daran sicherlich nichts ändern. Musst du auch nicht, um Gottes Willen. Wenn Maggie jetzt ein normaler Gast wäre, würde ich sagen, okay, die hat die Suppe nicht geschmeckt, die schmeckt mein Schweinebraten nicht. Das sind Dauerrenner bei mir. Die Chance, dass du hier nochmal ein gutes Gericht findest, sind nicht besonders groß. Warum versuchst du nicht mal ein anderes Gasthaus? Ne? Also das wäre dann mein Tipp für Sie. Ja, das muss man noch ein bisschen üben, gell? Der Thomas, weil der kann ja auch gut austeilen. Kann ich übrigens auch. Aber da muss man auch ein bisschen einstecken können. Nur so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen so, es ist so ein gegenseitiges so, ne? Jetzt schaukelt sich das so ein bisschen hoch, ne? Jetzt teilen sie gegenseitig aus. Das ist halt so die Anfangs... Harmonie, was Montag, Dienstag da war, ist seit Mittwoch so ein bisschen verloren gegangen. Die letzte Chance, um die Stimmung bei den Testessern zu heben. Die Desserts. Servus zusammen. Servus. Servus, ich bin der Otto. Ich bin der Stefan. Ja, Stefan, servus. Was gibt's denn heute? Wir machen heute Apfelküchle. Oh, cool. Bierbackteig mit Zimt und Zucker und Vanilleeis. Okay. Ich habe jetzt ja schon mal einen Apfel geschält. Ja, das ist so einfach ein Backteig, wo du, wenn du willst, kannst du ein bisschen Bier reinmachen. Der heißt so, es gibt mittlerweile auch welche, die das mit Wein machen. Weinbackteig und ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Eiweiß drunter und dann die Apfelringe mehlieren, dann durch den Teig ziehen und dann auspacken. Was hast du für einen Apfel? Besondere Sorte? Na, das ist einfach der ganz normale Galler Apfel. Galler, okay. Ja? Ja, kann man ganz gut Boskop nehmen. Ja, gell? Du hast halt verschiedene mehlige Sorten von den Äpfeln und verschiedene Geschmacksrichtungen, okay, und so weiter. Da kann man auch wieder spielen damit. Okay. Na? Dann machen wir unseren Backteig. Brauche jetzt Eiweiß dafür. Habt ihr hier die Eier vom Bauern oder vom... Gegenüber vom Markt. Da ist immer ein Markt. Ich glaube, zweimal in der Woche. Und da holen wir auch das Gemüse und die Eier und so weiter. Also sozusagen Eier von glücklichen Frontenhauser Hühnern. Genau. Ah ja, cool. Ja, sieht man schon, der Farbe ist ein wirklich in Gelb. Ich finde es ja schön, wenn du die Möglichkeit hast, auf der anderen Straßenseite ist ein Bäcker, da ist ein kleiner so ein Marktplatz, da kannst du dein Gemüse holen, da hast du auch kannst deine Eier kaufen oder ein bisschen Obst kaufen. Ich finde es gut, ja. Zuerst schlägt Stefan Eiweiß auf, dann vermischt er Eigelb mit Bier, Mehl und dem Eiweißschnee. Genau, und beim Eiweiß und beim Teig muss man ein bisschen aufpassen, dass er die hier das die richtige Fluffige nicht. Genau. Deswegen dann langsam unterheben, vor allem den ganzen Rest. So, dann haben wir das. Der schaut schon ganz schön fluffig aus. Dann können wir eigentlich rübergehen und die eine Portion ausbacken. Perfekt. So, und da sieht man jetzt schön, dass der Teig schon schön haften bleibt und so weiter und richtig schön dran ist. Also das heißt, er hat dann... Und jetzt müssen wir sie 2-3 Minuten von jeder Seite backen. Das heißt, ich drehe die jetzt dann nochmal. So, jetzt nehme ich die raus. Dann tue ich die anrichten mit Zimt und Zucker und einer Kugel Vanilleeis. Ja, super. Die schauen ja wirklich schon mal richtig appetitlich aus. Ich sehe sie gleich dann auf dem Tisch. Dann gehe ich gleich mal raus und ich freue mich schon wirklich drauf. Alles klar. Danke sehr. Tschüss. Dann sehen wir uns später. Finde ich gut. Also den Teig hat er auch gut gemacht. Wirklich alles schön frisch. Können die Nachspeisen überzeugen? Otto und Hakan probieren die hausgemachten Apfelküchel mit Apfelringen und Vanilleeis. Ja, relativ einfaches Gericht mit einer Vanilleeis. Ich könnte mir vorstellen, dass es zugekauft ist und ja, jetzt nicht ganz so hochwertig, gutes Eis kann man natürlich kaufen. Da gibt es dann doch hochwertigere, die dann vielleicht ein bisschen Vanille mit drin haben. Und wäre nicht schlecht gewesen. Hakans Meinung zum Vanilleeis?
würde ich jetzt auch behaupten. Ja, der Thomas hätte schon das Eis selber machen können, die Sahne selber aufschlagen können. Vielleicht hätte er vielleicht ein bisschen mehr Früchte dazugeben können, dass da ein bisschen Farbspiel da ist. Für hier passt es, würde ich sagen, am Land, weil die Leute haben ja ganz Voraussetzungen oder man legt halt sehr viel Wert auf den Preis, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Das kann man alles selber machen, auch Vanilleeis und Sahne selber aufschlagen und so weiter. Aber du brauchst auch die Leute dazu. Und Thomas hat nur einen Koch. Mit Apfelkücherl schon bissfest, muss ich ehrlich sagen. Geschmack saftig. Der Apfel war da ein bisschen zu süß. Und dann der Zimtzucker mit dazu. Dann ist das alles doch ziemlich süß gewesen. Und wenn ihr einen säurehaltigen Apfel nimmt, dann ja, harmoniert es viel besser miteinander. Was wird Maggie zu ihrem Dessert, dem Regina's Cheesecake mit Frischkäse auf Knusperboden, sagen? Also wirklich sehr positiv überrascht. Ganz, ganz fluffig. Innen ganz, ganz zart schmelzend, muss ich fast schon sagen. Wenig Zucker. Für mich persönlich einfach nur ein bisschen zu wenig Zucker. Ein bisschen, aber das ist meine persönliche Meinung, weil ich heute einfach eine Süße bin. Ich brauche immer Zucker. Und der Boden war auch richtig knusprig. Ich vermute mal, das war ein Teig aus irgendwelchen Keksen. Könnte ich mir vorstellen. Aber das schmeckt wirklich sehr, sehr gut mit einem kleinen Bärenspiegel, zweierlei Schokoladensorten. Die bräuchte ich jetzt theoretisch nicht dazu, aber top, schmeckt mir sehr, sehr gut. Aber das ist okay. Das ist ja keine, ich finde, dass die Kritik jetzt nicht schlimm ist. Ne? Kann ja sein. Sie hat ja gesagt, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen mehr Zucker. Na, kann man ja machen. Fehlt noch Steffen. Er rundet sein Menü mit Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster ab. Das ist leider eher ein dicker Pfannkuchen. Das hat man auch so ein bisschen in der Struktur gesehen. Ich bezweifle, dass sie den Eischnee separat untergehoben haben. Ein Blick in die Küche verrät, Stefan hat ganze Eier direkt in den Teig gegeben. Eier einfach so rein und dann das Ganze nicht mal so richtig anständig umrühren und wo einfach nicht die Eier mit dem Teig nicht miteinander schön kombiniert sind oder vermischt sind. Erstens, das ist ein Fehler. Zweitens, das ist ja Wahnsinn, wie viel Fett da in der Pfanne ist. Das ist ja Wahnsinn. Da hat doch gar kein, der Teig doch gar keine Chance aufzugehen. Das, was, glaube ich, du auch bei deinem Cheesecake hattest, habe ich hier leider auch. Also hier ist gar kein Zucker drin, ist überhaupt nicht süß. Es ist letzten Endes, es ist die Teigmasse und es fehlt halt komplett die Süße. Das Einzige, was mich da an den Kaiserschmarrn erinnert hat, war eigentlich, dass er auseinandergerissen war. Aber geschmacklich hat er mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Das ist jetzt leider daneben gegangen, ja? Die Zwetschgenröster hier, die sind definitiv selbst gemacht. Die sind auch geschmacklich wirklich gut. Leicht vielleicht das Ganze wieder ein bisschen aus. Aber Kaiserschmarrn, finde ich, wenn du ihn jetzt nicht mit den Zwetschgenröstern isst, sollte eigentlich schon ein bisschen Eigengeschmack haben. Ja. Das ist hier leider überhaupt nicht der Fall. Wie stehen Qualität und Preis im Verhältnis? Die Rechnung bitte. Ja, was soll ich sagen? 183,50 Euro. Ungefähr 140 Euro Essen und 40 Euro Getränke, 43. Ja, also das ist völlig legitim. Ich glaube, er muss ja dann wirklich aufpassen, dass ihm die Kosten nicht davonlaufen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst tut es sich am Ende des Tages oder des Jahres da auch keinen Gefallen. Es ist die günstigste Rechnung der Woche. Ja, das ist nicht mal 50 Euro pro Person. Drunter sogar. Ein Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Wow. Der Moment der Wahrheit. Wie viele Punkte gibt es für Thomas und sein Team? Oha! Hier wir ja. Eine 7. Könnt ihr mir vorstellen, Steffen? 8 Punkte. Eine 7. Könnt ihr mir vorstellen, Otto? 7 Punkte. Wieder eine 7. Was könnte Hakan sein, oder? 7 Punkte. Eine 8. Also die 8 sehe ich bei Maggie also weniger. Da hätte ich mir eine 3,5 erwartet. 7 Punkte. Ich glaube,
persönlich jetzt hier und heute, wir sind besser als diese Zahlen, die hier stehen. Für unser Haus, was wir repräsentieren, hier kriegst du einen guten Schweinebraten, ein gutes Schnitzel und eine schöne Currywurst. Und dann haben wir natürlich auch mal einen Rindsbraten und eine Rindsroulade. Aber grundsätzlich, sage ich mal, haben wir so Brot und Butter bayerische Cuisine. Naja, ich glaube, also RA ist der sehr weit draußen. Er ist ja schon, Fronthausen ist halt einfach auch nicht mal Landshut, ja. Und dann hat er nur einen Koch, dann hat er seinen Küchenchef, der eine Koch, der bei ihm arbeitet oder für ihn arbeitet, der ist auch noch krank, er musste also umdisponieren. Und dafür hat er doch wirklich eine gute Leistung oder eine gute Punktzahl geholt. Macht 29 von 40 möglichen Punkten für die Post Frontenhausen. Fehlt noch Alis Bewertung. In Schweigers Landgasthof bei Steffen startete die Woche. Steffen, mein Lieber, dein Landgasthof, was du mit deiner Frau führst, hat mich wirklich überzeugt. Euer Essen war köstlich und du hast gleich am ersten Tag die Messlatte sehr hoch gelegt. Und deswegen kriegst du von mir Punktezahl von 8. Am Dienstag lud Otto in die Westerbergstuben ein. Liebe Martina, lieber Otto, ihr habt mich wirklich positiv überrascht. Otto, so wie du mit den anderen Kollegen umgegangen bist, ruhig und respektvoll, das hat mich am meisten überzeugt. Und deswegen, ja, kriegst du von mir 9 Punkte. Zur Wochenmitte servierte Maggie Feinkost-Seafood im Lamia. Maggie, Mensch, Montag, Dienstag, selbst Mittwoch warst du cool drauf, ab Donnerstag ist deine Stimmung, ist es in den Keller runtergerutscht. Man muss für Kritik offen sein. Eine Kritik kann auch einen weiterbringen. Und deswegen kriegst du von mir 7 Punkte. Gestern kredenzte Hakan im Rauchensteiner Internationale Fusionsküche. Hakan, mein Lieber, ich habe einen riesen Respekt vor dir. Du hast das Kochen nicht von der Pike auf gelernt. Aber du hängst dich rein, du hast Spaß am Kochen, du bringst Leidenschaft mit, du bringst auch ein sicheres Abschmecken mit. Und das finde ich sehr gut. Weil du auch so kreativ bist, weil du auch so mutig bist, kriegst du von mir 8. Zu guter Letzt die Post Frontenhausen. Deine Punkte, Ali? Thomas, mein Lieber, unser Weltenbummler von New York nach Frontenhausen. Du hast einen tollen Laden, du hast eine tolle Philosophie, aber du brauchst eine Küchenmannschaft. Das, was du machst, das machst du gut und dafür kriegst du von mir wunderbare 7 Punkte. Sieg für Steffen und Otto. Zwei Teams gewinnen die Woche in und um Landshut mit jeweils 43 von 50 möglichen Punkten. Herzlichen Glückwunsch!